Aber wir müssen darüber und dann machen wir nun aber... Na tut sie... Da müssen wir hin. Oh, machen wir. Oh la la. Das sieht aus wie eine Feder, oder? So ein bisschen. Oh, Bert. Das sieht lustig aus. Dong. Servus. Bin ich ja gespannt, was da drauf steht. Tigerle sieht sich die rote Steintafel genauer an. Hau, hau, hau. Genau wie die Tata-Tafel in den Grüngärten ist auch diese hier von dem Erbauer zurückgelassen worden, der hier einst gelebt hat. Überlege dir gut, was du bauen musst, um hier dein persönliches Inselparadies zu erschaffen. Wenn du zu einem Ergebnis gekommen bist, erscheinen auch die Ziele. Also Babs, wollte ein großes Gebäude und ich hatte auf eine malerische Ecke gehofft, aus der ich eine Touristenattraktion machen kann. Tigerle, fällt dir etwas ein, das unsere beiden Ideen vereint? Du hast das bisher so gut gemacht. Sicher kommt dir diesmal etwas in den Sinn, das genauso spektakulär ist. Bilder eines gewaltigen Bauwerks, das in einer sandigen See inmitten von Oasen steht, glimmen in den Gedanken von Tigerle auf. Sag einmal, Tigerle, ey, noch aufwendiger geht's nicht, oder hast du einen Schuss nicht gehört? Oh, Alter, kann den Tigerle mal einer hier rausschmeißen, bitte? Ist ja furchtbar. Tafelziele, baue die Pyramide, baue eine Oase. Ach du meine Fresse, eine tolle Sehenswürdigkeit würde neue Bewohner an unsere Ufer locken. Eine große Pyramide wäre geradezu perfekt. 15 Oasen. Die Wüste erstreckt sich in die Entfernung, soweit das Auge reicht. Baue eine schöne Oase, in der sich müde Reisende erholen und entspannen können. Wir bauen eine Pyramide und eine Oase. Der Hammer! Das klingt genau richtig für uns, Hammerholmer. Was ist eine Pyramide? Eine Art großer Stachel? Vielleicht können wir Lulu obendrauf stecken, wenn wir fertig sind. Mir gefällt die Gegend. Der Sand, die Kakteen, die roten Felsen. Ganz wie zu Hause, belassen wir es nicht bei der Pyramide, bauen wir doch eine ganz neue Stadt. Ihr scheint alle richtig drauf zu brennen anzufangen. Seid ihr immer so aufgeregt, wenn es ums Bauen geht? Ja, Lulu, du kommst ständig mit. Aber natürlich, Liebes, seit wir Tigerle kennen, sind wir vom Bauen bezaubert. Müssen's mehr konstruieren's mehr. Apropos, wir haben ein paar Materialien aus Hammerholm mitgebracht. Wir dachten, die könnten hier vielleicht nützlich sein, weißt du? Radabum! Wir haben nur das Beste vom Besten ausgesucht, was unsere Insel zu bieten hat. Wenn du mal gucken willst, was wir mitgebracht haben, kannst du mal einen Blick in die Truhe da werfen. Hui, ihr habt ja wirklich an alles gedacht. Und jetzt hört mal her, Leute. Arbeit immer, drücken nimmer. Das ist unser Motto hier in Lulutopia. Fangen wir mit der Arbeit an der Pyramide und der Oase an. Ich dachte, der hat seine Erinnerung wieder. Ich will was von seiner Erinnerung wissen. Danach können wir bauen. Optional, finde mehr Bewohner abgeschlossen. An der grünen Tafel. Hau, 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 eine weitere Herausforderung im Meister. Wie ich sehe, klasse gemacht, Tigerle. Na, sieh einer an, eine Mini-Medaille, noch eine, na wow. Yeah. Hey, Tigerle hat eine Mini-Medaille. Wer hätte das gedacht? Wenn du noch ein weiteres Tafelziel abschließt, schenke ich dir eine Konvertierungskelle. Ein Watt für ein Viech.
Mama, mach's gut. Ey, sag mal was über deine Erinnerung, du Pfeife. Okay, du fresssäckelnde Pfeife. Hallo, Lulu. Während du auf Hammerholm warst, habe ich mir die Freiheit genommen, diese Insel etwas genauer zu untersuchen. Ich weiß genau, wo unsere Touristenattraktionen hinpassen. Au, 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 es wäre klug, auf Lulu zu hören. Während ihr in den scharlachroten Sanden arbeitet, sie kennt sich da gut aus. Was will ich denn in den scharlachroten Sanden? Schau dich nur um und keine Sorge, dass du dich verläufst. Jetzt, da du die Tafel aktiviert hast, kannst du jederzeit zu ihr zurückspringen. Während du hier unten beschäftigt bist, werde ich oben im Tempel bleiben. Besuch mich, wenn du beide Tafelziele abgeschlossen hast. Ich werde auf dich warten. Also Leute, hört mir zu, da drüben bauen wir unsere Pyramide. Was? Potztausend, hier ist so viel Platz, dass wir eine perfekt prächtige Pyramide aufstellen können. Wir könnten sie Schippers schicke Pyramide nennen. Na. Nee, Kumpel, den dicken Oschi benennen wir nach dem dicksten Oschi weit und breit, nach mir. Ein Wüstenwunder für ein wüstes Wunder. Die beiden haben nicht mehr alle Tassen im Schrank, aber wenigstens sind sie enthusiastisch. Tigerle, mal raus, gehen wir mit. Ja, ja, erstmal googeln. Dum, 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 dum. So, Udele, das letzte Mal hat mir meine Frau sogar ein paar Brusthaare ausgerissen und in die Richtung gestellt, so wie sie es haben wollte. Ja, so macht man das. Pass nur auf, nicht, dass dir was anderes rausreißt. So, da sollen wir jetzt eine fette Pyramide bauen. Oh, lala, 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 lala. Da wären wir die perfekte Stelle für eine Pyramide, findet ihr nicht auch? Das ist die Bucht in Tüten, Lulu. Ich hätte selbst nichts Besseres finden können. Also packst du mit an und hilfst uns? Aber selbstverständlich, ich mag zwar Königin von Lulutopia sein, aber ich habe nichts dagegen, mir die Hände schmutzig zu machen. Ich bin schließlich auch Erbauerin. Oh, und Malros, für dich habe ich eine besondere Aufgabe. Für dieses Projekt brauchen wir deine Stärke, also kannst du dich diesmal nicht herausreden. Null Problemo, wenn ich ein paar Blöcke brechen oder Monster malmen soll, bin ich dabei. Schön, das zu hören. Ich erwarte, dass du bis zum Umfallen arbeitest, um Lulutopia zu dem Paradies zu machen, das es sein soll. Du meinst wohl meine Monarchie des Meuchelns? Also ich sag's ja, wenn die zwei am Ende nicht heiraten und glücklich bis an ihr Lebensende werden, dann weiß ich auch nicht mehr, ne? Was dich liebt, das neckt sich. Was dich mehr liebt, das, ja, ihr wisst Bescheid, ne? Hey, Alter! Wo zum Geier kommen die denn her? Mach dir mal nicht ins Hemd, Alter. Wir sind nur hier, um zu sehen, wie der Erbauer sein Ding durchzieht. Wäre eine Schande, das zu verpassen, Alter. Wirst gar nicht merken, dass wir hier sind, Alter. Also immer weiter im Text, Alter. Ey, Alter, wie kann man denn so oft Alter in einem Text sagen, Alter? Ey, Bumsbanane hoch 10. Keine Sorge, Leute, falls die aufmucken, prügle ich sie windelweich. Konzentriert ihr euch nur auf den Bau der Pyramide, ja? Na, dann würde ich sagen, höchste Zeit, dass wir mit der Arbeit an der Pyramide anfangen. Moment mal, wir haben doch noch gar keinen Bauplan. Meinst du, du kannst das übernehmen, Tigerle? Nö. Mag sie richtig riesig, ja? Ich will das größte Gebäude bauen, das je jemand erbaut hat. Entschuldigung, Alter, was habe ich jetzt einen Schluck auf? Das größte Gebäude, das wird eine Raumstation hier. Yep.
Alter Vater! Die Galle zeichnet folgenden Bauplan Pyramide Stufe 1. What the fuck, Alter! Tresormauer? What the hell ist eine Tresormauer? Die ist da flach. Die geht so flach, sage ich schon schräg. Ah. Potz 1000, Tiger, das nenne ich mal einen Bauplan. Ich weiß, ich habe riesig gesagt, aber sowas hätte ich nie erwartet. Die Pyramide wird ein echter Blickfang, wenn sie fertig ist. Halt mal, das ist doch noch gar nicht fertig. Ich dachte, Pyramiden müssten spitz sein. Hast du etwa vor, das wie bei der Goldbatz in mehrere Schritte aufzuteilen? Ich weiß ja nicht, wie es den anderen geht, aber ich finde es so spannender. Das ist ja alles gut und schön, aber wo sollen wir nur all die Blöcke herbekommen, die wir brauchen, um etwas so Großes zu bauen? Ich glaube, das kann ich beantworten. Ehrlich gesagt dachten wir uns schon, dass Tigerle so etwas planen könnte. Also haben wir uns vorbereitet. Wir haben nicht nur eine Truhe mit dem Besten aus Hammerholm mitgebracht, klar, wir haben sogar noch zwei extra mitgenommen. Erinnert ihr euch an den Unterschieden unterirdischen Tempel? Ups. Tja, aus dem haben wir einen Haufen Blöcke mitgehen lassen. Damit können wir die Pyramide bauen. Was? Na dann, ich würde sagen, wir legen los. Hilfst du mit, Tigerle? Du musst nicht, wenn du nicht willst. Wir kommen auch ohne dich zurecht. Ganz deine Entscheidung. Ja, macht ihr mal. Die Pyramide ist nicht der einzige Punkt auf der Liste, weißt du? Die Tafel hat auch was von der Oase erwähnt. Aber das Problem ist, hier gibt's nichts als Sand. Wie sollen wir denn eine grüne Oase mit hübschen Blümchen drumherum erschaffen? So ganz ohne Erde? Das kommt noch. Oh, 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 oh. Nicht ganz, Wenn ihr nicht weiter wisst, könnt ihr einfach ein paar Freunde zu Hilfe rufen. Zum Beispiel euren neuen Freunde aus Grünfeld. Da werden wir heute auch noch hinreisen, by the way. Nach Grünfeld. Mal gucken, was die so treiben. Ach verdammt, ich habe mein MacBook in der Firma vergessen. Ja, keine Switch wollen, aber ein Kack-MacBook haben, ne? Die Teile taugen sowieso nichts. Kannst du den Müll schmeißen, der Klump. Und ja, das war absichtlich ein Trigger. Du hast hier viel zu tun, aber es wird mit ein paar zusätzlichen helfenden Händen viel schneller gehen. Au, 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 Tigerle, ich glaube, es wird Zeit, dass du lernst, wie man ein Einwohnerverzeichnis erstellt. Du kannst eins an einer Fertigungsstation hierher herstellen. Wenn du fertig bist, setzt du es einfach auf den Boden. Ich weiß ja nicht, wie uns ein Einwohnerverzeichnis helfen soll, aber ich glaube, wir sollten auf den Alten hören. Ich weiß, war ja von mir auch ein Trigger. Ne, MacBook ist mal gar nicht meins. Sebidron, Hallöchen. Habe ich jetzt irgendwas übersehen? Und vor allem, wie geht's deinem Hund? Habe ich hier irgendwas überlesen? Kam von dir irgendwas? Fehlt bei dir eine Nachricht? Weil dieses und vor allem impliziert für mich. Ach, in Grünfels, jetzt. Ah, okay. Darauf war das bezogen. Das dachte ich mir schon, weil ich dachte mal, ich habe doch gar keinen Hund, ich habe Katzen. Stimmt, ja, Wuff, die müssen wir auch gucken, ja. Pebbles. Ja, aber auch nach den Leuten gucken, ne? Einwohnerverzeichnis. Ein Verzeichnis voller Namen all deiner Bekannten kann Bewohner umziehen lassen. Okay. Da hinten sind wir.
Wollte man gerade schon sagen, wo ist denn da komische Ding, ja? So, bau das Teil mal. Voll geil und voll durchdacht die Software. Und wenn man iPhone scheppert, mein MacBook auch. Ehrlich gesagt, ich kann mit Mac nichts anfangen. Ah, Geschmackssache. Ah, Tigele erinnert sich an alle Anleitungen, die er auf Hammerholm gelernt hat. Ach, hier kann ich jetzt nur die Sachen auf Hammerholm bauen, oder was? Alter, was soll denn der Scheiß? Gar nicht so übel, sagt er so. Was hatten wir denn hier so was? Irgendwie eine Sache. Ah, ne, wir können das Zeug aus Grünfels ja auch bauen. Okay. Dachte ich mir schon. Brauchst du auch für deine Kunden, damit du auch iOS lernst. Ja. Wie gesagt, das meine ist es nicht. So, wir sollen aber ein... Was? Gusseiserne Tür? Die konnten wir vorher aber nicht. So, lass mal hier... wo ist denn das drin? Hier? Da? Gib Dankbarkeitspunkte aus, um diese Anleitung zu lernen. Oh! Wo ist die jetzt drin? Vorrichtungen. Also man kann hier dann auch Dankbarkeitspunkte noch mal ausgeben, um Zeug hier freizuschalten. Preisschild. Einwohnerverzeichnis, da haben wir es doch. 2 Holz, 4 Grasfasern. Okay, das kriegen wir hin. Was ist das denn? Gegengiftkraut. Ah, okay. So, dann. Ach du Scheiße, schaut's hier aus. Ja, irgendwann glaube ich brauchen wir dies denn. So, weg, du darfst bleiben. Was wollten wir eigentlich da? So, wo soll ich denn das hin platzieren? Also die bauen hier schon fleißig. Ja, Babs. Wen heiratest du denn? Malros, Schipper, Buddy. Ist das Einwohnerverzeichnis? Hast du rausgefunden, wie man es benutzt? Au, au, au. Ah, unser Schneemann kommt wieder. Er mag es nicht wissen, aber ich schon. Mit dieser Schriftrolle kannst du deine Freunde zu verschiedenen Teilen der Insel bringen. Das ist nicht alles, was sie kann, aber erst solltest du versuchen, einige deiner Freunde aus Grünfeld her zu holen. Sag mal, Tigerle, wissen welche von deinen Kumpels was über Erde? Wir werden welche brauchen, wenn wir der Oase ein bisschen was Grünes verpassen wollen. Ach, ich muss ihn jetzt rüberholen? Sonst klappt das hier nicht, oder wie? Wer noch? Der Bärtige und das nette Mädel mit der Brille hatten doch darauf gebrannt, uns unter die Arme zu greifen. Meinst du, die kannst du herholen? Okay, Bonanzo und mit der Brille? Hier, Rosi? Au, 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 das wäre entschieden.
Wir holen Wilfried, Rosie und Bonanzo her. Ha? So schlecht bin ich gar nicht. Los, Tigerle, benutzt das Einwohnerverzeichnis und bring sie zu uns. Mit einem Einwohnerverzeichnis kannst du deine Inselbewohner verschiedenen Bereichen zuweisen und einigen sogar neuen Namen geben. Okay, Babs, du heißt ab sofort Babsi, Miliana, Juliane, Schmierfing. So. Alle, Einwohnerverzeichnis. Malros neu, Eiland des Erwachens. Heimatinsel Grünfeld. Wie mache ich denn das hier jetzt? Ah, hier. Ah, das ist hier rot. Eiland des Erwachens rot. Okay, ich glaube, ich hab's kapiert. So, Rosie, entfernen, hinzufügen. Umsiedeln. Rot. Und dann so umsiedeln, rot. Und der Mülle, die anderen, sind die da drüben ganz alleine. Ja? Umsiedeln. Ey, wow, seid ihr schnell. Boah, ich wusste, dass ihr ohne mich nicht zurechtkommen würdet. Immerhin war ich es, der dem Herr Bauer alles beigebracht hat, was er weiß. Ja, genau, Bonanzo. Brauchst du auch für meinen Kunden? Was? Oder kurz gesagt, Kunden auf der Zunge? Was? Hallo, Babs. Ich bin so froh, dass du mich eingeladen hast. Schon seit du von Bord gegangen bist, habe ich gehofft, dass wir einmal zusammenarbeiten können. Rosi, Wilfried, Bonanzo. Na? Was verschlägt euch drei hierher? Tigerle hat einen Hilferuf ausgesandt, das hat er wohl. Hab gehört, dass ihr eine Oase anlegt und dafür ein bisschen gute Erde braucht. Ganz klar ein Fall für mich, jo. Knoten auf der Zunge. Wollte ich schreiben wegen dem Namen, also. Und Rosie und ich werden unsere beträchtlichen Fähigkeiten einsetzen, um diese spektakuläre Pyramide zu bauen. Viele Hände, schnelles Ende, wie man so schön sagt. Übrigens, wenn ihr noch mehr Hilfe braucht, dann könnte es sein, dass Pierre, Bibi und Lilly gerade nicht allzu beschäftigt sind. Vielleicht könnt ihr sie ebenfalls herbeirufen. Klingt nach einer guten Idee, Rosie. Wenn wir alle zusammenarbeiten, dann können wir die Insel von Tigerle in ein echtes kleines Paradies verwandeln. Die wollen gar keine Hütten, die wollen nur bauen. Ja, das werden wir. Oh, das wird so viel Spaß machen. Wir werden immer weiter bauen, bis wir nicht mehr bauen können. Langsam bekommst du ja richtig Konkurrenz, was das Bauen angeht, Tigerle. Sieh zu, dass du hinterherkommst. Und ich hatte schon gehofft, endlich etwas Ruhe zu haben. Tja, Malros. Oh, Tigerle, fast hätte ich's vergessen. Erinnerst du dich an das Huhn, das du Pierre mitgebracht hattest? Tja, dabei handelt es sich um eine echt fleißige Henne, die hier jede Menge hübsche Eier gelegt hat. Nice. Du solltest mal versuchen, sie zu kochen. Sie geben einen großartigen Snap-Gab, wenn du hungrig wirst. Nutze das Einwohnerverzeichnis. So, wen sollte ich jetzt nochmal? Ansehen. So. Yeah. Umsiedeln. Oh. Bibi umsiedeln dahin. Was ist denn jetzt los? Henne zieht nach da. Umsiedeln, Bibi zieht nach. Jetzt geht's auf einmal. Holen wir doch alle rüber. Hey, Babs, bleib doch mal stehen. Danke, dass du uns noch ein paar Leute geholt hast, die uns bei der Pyramide helfen.
Ab jetzt wird alles viel einfacher. Au, au, au. Deine Freunde mögen aus unterschiedlichen Landen kommen, aber sie können trotzdem zusammenarbeiten. Und so etwas haben mir Bauer auf der ganzen Welt schon lange geträumt. Jedenfalls sagt man das. Ich hoffe, du nutzt das Einwohnerverzeichnis voll aus und gibst allen genug zu tun, Apropos zu tun, Tigerle, meinst du, du könntest Wilfried mit der Oase helfen? Ich mach mich an die Pyramide ran. Wenn du damit fertig bist, kannst du uns mit der Pyramide helfen. Oder noch besser, du kannst uns ein paar Unterkünfte zum Ausruhen bauen. Ach, jetzt wollen sie auf einmal. Erinnert mich voll an Minecraft, das würde Spaß machen. Also wie hat letztens Kelly Killer was glaubt? Der hat es so ganz profan erklärt, Minecraft mit Story. Aber wie gesagt, Switch, Xbox und PS4. Mal sehen, was braucht man alles für eine Oase? Nun, zumindest sollten wir etwas Wasser und Vegetation haben. Gleich hier in der Nähe habe ich mehrere ausgetrocknete Teiche gefunden, Tigerle. Du kannst sie an den Palmen erkennen, die dort noch immer wachsen. Einer von ihnen würde eine ganz besonders prächtige Oase abgeben. Er befindet sich gleich hinter dem Ort, an dem diese Missionare herumlungern. Zuerst musst du das Teichbecken mit Wasser füllen. Dein Topf ohne Boden sollte dabei helfen. Sobald du alles so richtig schön patschenass gemacht hast, wühle ich mich da durch und mache das Ufer bannigrün. Oh yo! Leg einfach ein bisschen von meinem Lieblingsfutter auf den Boden und ich erledige den Rest. Toll, will er wieder fressen haben. Haben wir Wurmfutter gekriegt. Und nur damit du Bescheid weißt, Sand und Erde enthalten unterschiedliche Nährstoffe. Also ist die Vegetation, die hier klivert, nicht die gleiche wie in Grünfeld. Oh yo, kann kaum erwarten, was hier bald alles wächst. Füll das Becken mit Wasser und leg ein paar Kugeln Wurmfutter ans Ufer. Dann mache ich hier alles bannigrün. Oh, und noch was. Wenn du ein bisschen mehr darüber erfahren willst, wie man eine richtig schicke Oase anlegt, dann schnack einfach mit mir, Chlor. Alles klar. So, dann brauche ich mal Oh. Wurmfutter. So, aber brauche mal. Warum läuft okay. Ich glaube, ich habe es. Das ist mit Gruppe gemeint, okay? Gut zu wissen, aber Bibi darf bauen.